was ich gerade ausgepackt habe, sind die zwei neuen Find X5 Modelle von Oppo. Das Pro und das normale. Das Pro hier in weiß, das normale in schwarz habe ich. Es gibt jeweils beide Farben für beide Geräte. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir wollen uns das genauer anschauen und in diesem Video vor allem auch eben gerade auf die Videofunktionen uns konzentrieren. Ich filme mich jetzt also mit dem Find X5 Pro zum Beispiel. Ich werde ja schnell einblenden, was mit welcher Kamera gemacht wurde. Ich werde keine zusätzlichen Filter machen, immer die automatische Intelligenz eingeschaltet lassen und schauen, wie das aussieht. Kleiner erster Schwachpunkt gleich, Selfie-Cam, Video, kein 4K. Darum werde ich jetzt umschwenken und mal doch noch ein paar kleine Details zu den Geräten erzählen. Man muss vielleicht sagen, die Software ist noch nicht final, da werden vielleicht noch Dinge wie eben 4K nachgeliefert. Wir haben hier das Find X5, das normale kostet 999 Franken. Das normale ist ein bisschen kleiner als das Pro, 6,5 statt 6,7 Zoll. Auch die Display-Qualität ist ein bisschen schlechter. Größter Abstrich sicher, es ist der alte Prozessor von letzten Jahr, Snapdragon 888. Natürlich immer noch gut, aber eben nicht der ganz neue wie im Pro-Modell. Bisschen kleinerer Akku hat man auch und bei der Kamera muss man zum Beispiel auf die 5-Achsen-Stabilisierung verzichten. Und die teste ich jetzt gleich aus. Ich habe beim Vlog-Steil, spaziere ich da ein bisschen rum und ja, ich denke, die Stabilisierung ist dann wirklich ausgezeichnet. Hier ein bisschen schlechter, nur 2-Achsen-Stabilisierung. Sonst bei den Linsen relativ ähnlich, die 250-Megapixel-Sensoren, ein 2-fach-Zoom, leider nur 2-fach-Zoom bei beiden Geräten. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz dann ein bisschen schwach. Dann kommen wir zum Flaggschiff, dem X5 Pro, Find X5 Pro von Oppo, da ist wirklich alles drin, was man sich so wünscht. 1249 Franken zahlt man hier und ja, eines der Highlights sicher die Rückseite, die ist nämlich aus Keramik, soll doppelt so stabil sein wie das im Moment aktuell stärkste Gorilla Glas, das es gibt. Das ist dann übrigens vorne drauf und das ist hinten beim normalen drauf, denn das normale, das hat kein Keramik, sondern normales Glas. Sehr schön gibt es eben in weiß und schwarz und ein bisschen größer. Bester Bildschirm, 120 Hertz natürlich, kann bis runter zu 1 Hertz. Ja, hohe Qualität, das merkt man sofort, was mir auch sehr gut gefällt. Ein 5000 mAh großer Akku, das verspricht lange Laufzeiten, bisher im Test tatsächlich so. Ja, den bringt man nicht so schnell runter. Daneben neuester Snapdragon drin, Generation 8. Ja, der aktuelle, der auch sonst verbaut ist, 256 GB Speicher, Standard und ja, sonst alles, was man sich so wünscht. Schnellladen finde ich noch wichtig, kann man auch einerseits drahtlos, aber dann eben auch bis 80 Watt an einem speziellen Ladegerät und das haben wir schon beim Auspacken gesehen. Das Ladegerät, das liefert Oppo weiterhin mit und ebenso einen Supercharger, der gleich dann eben volle Power bietet und eine kleine Hülle gibt es auch noch. Bei allen anderen Herstellern ist es inzwischen fast weggespart. Oppo liefert das weiter mit. Unterscheiden will sich Oppo von der Konkurrenz ja sicher mit dem Kamerasystem. Wir haben schon den 5-Achsen-Stabilisator gesehen. Jetzt sehen wir ein Total-Extrem. Das geht leider nicht in 4K, nur in 1080p. Aber ja, das ist wirklich unglaublich. Ich kann da wackeln und bewegen. Ich kann da rennen und es ist erstaunlich stabil. Wirklich toll. Ist mit dem Pro gefilmt. Ja, und es gibt natürlich noch eine neue Kooperation mit Hasselblad, dem Kamera-Spezialisten. Was man sieht, klar, im Hintergrund wurde hier wahrscheinlich zusammengearbeitet, da wurde wahrscheinlich an der Software was verbessert. Was man sieht, ist der orange Auslöseknopf und dann gibt es spezielle Filter, drei spezielle Filter. Wir haben sie hier mal kurz eingeblendet für Fotos. Sieht schick aus, ob man es im Alltag braucht. Ja, das muss jeder wissen.
ob ihr den ganz speziellen neuen Mary Silicon Prozessor, der nur für Video-Foto zuständig ist, und der soll vor allem einen Bereich stark verbessern, der bisher bei vielen Geräten eine Schwäche ist, nämlich Videos im Dunkeln oder in der Dämmerung. Und darum würde ich sagen, wechseln wir irgendwo hin, wo es ein bisschen weniger Licht hat. Natürlich schon schön, wenn man solche Lichtatmosphären hat, um das Find X5 Pro in der Nacht auszuprobieren, solche Stimmungen. Und ich bin gespannt, wie gut das wirklich ist. Viele Smartphones haben ja mit Video in der Nacht deutliche Probleme. Ich bin gespannt, ob Oppo das besser kann, werde ich mich mir morgen genauer anschauen. Ich habe Aufnahmen gemacht, Weitwinkel und Normalkamera, Zoom würde ich hier nicht brauchen. Während man bei der Fotokamera den Nachtmodus separat einstellen kann und auch sollte, dann wird wirklich forciert, dass mehrere Sekunden aufgenommen wird, die Bilder alle kombiniert werden, kann man bei Video das nicht einstellen, das passiert automatisch. Ich hoffe, es überzeugt trotzdem. Wie gesagt, werde mir anschauen und mich dann mit einem Fazit melden. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein paar Worte zur Fotoqualität. Die ist herausragend, vor allem die zwei Hauptsensoren sozusagen, Weitwinkel und Normal, beide 50-Megapixel-Sensoren, machen tolle Fotos, auffällige Farben, tolle Kontraste, ja wirklich da ein Genuss, die Bilder nachher anzuschauen, neben gleiche Qualität bei beiden Sensoren, das ist schon richtig toll. Zoom ist so quasi Pflichterfüllung, 2x, ja, schade, da hätte man ein bisschen mehr sich noch von der Konkurrenz vielleicht abheben können. Was man auch sieht, die Filter, die ich hier zum Beispiel benutzt habe, gleiches Foto mit den noch mit den Hasselblad-Filtern, ja, da kann man wirklich auch noch etwas herausholen, gefällt mir gut. Kommen wir zum Fazit nach einer guten Woche Test. Wie gesagt, sind Geräte, die softwaremäßig noch nicht ganz auf dem letzten Stand sind, wie sie dann auf den Markt kommen, sollte man berücksichtigen. Ein solides Gesamtpaket. Zu den Details verweise ich hier auf den Testbericht, den schriftlichen, den man auf dascanvas.ch nachlesen kann. Und wirklich, eigentlich keine großen Schwächen, viele Stärken und ebenso ein rundes Paket, das alles hat, was man sich wünscht, vom 5000 mAh Akku im Pro über die 80 Watt Supercharge bis hin zum tollen Screen. Ja, und die Videofähigkeiten habe ich ja hier in diesem Video speziell angeschaut, und auch dort hat Oppo einen großen Schritt vorwärts gemacht, vor allem mit der Hauptkamera, Weitwinkel, entstehen wirklich sehr, sehr schöne Videos, auch viel zuverlässiger im Fokus und Kontrast, wenn zum Beispiel ein Wechsel gibt zwischen hell und dunkel. Wirklich gut gemacht, tolle, schöne Bilder entstehen da, tolle, schöne Clips kann man machen. Im Dunkeln ebenfalls, da gibt es auch einen großen Schritt vorwärts. Es sind mehr Details sichtbar als bei vielen Konkurrenten. Was noch nicht ganz überzeugt, sind kleine Details, zum Beispiel die Stabilisierung in der Nacht ist dann nicht mehr so gut, und die Selfie-Cam, die dann keine 4K-Videos machen kann, die auch sonst ein bisschen abfällt von den ausgezeichneten sonstigen Kameras. Ich hätte mir auch mehr als ein 2x Zoom gewünscht. Welches der zwei soll man nun kaufen? Für Video ganz klar halt das Pro mit der 5-Achsen-Stabilisierung. Die ist schon wirklich einfach genial. Wenn man Geld sparen wird, vor allem dann eher Fotos macht, dann ist halt das normale X5 auch ausgezeichnet. Fast keine Abstriche muss man da machen, weil eben die gleichen zwei 50-Megapixel-Sensoren eingebaut sind.